Hier geht es weiter mit dem letzten Finalblock für die Damen. Das sind die 50 Meter Brust der Damen. Coming up now, the last finals for the women. 50 Meter Breaststroke, starting with Age Group Final 2001, das Jahresgangsfinale 2001. Auf der Bahn 0 sehen wir von der SG Schöneberg Michelle Kaltz. Dann auf der Bahn 1 von Charlottenburger DSV Nixe Sinem Jahnken. Auf der Bahn 2 vom SSC Berlin-Reinickendorf Kim Salewski. Dann auf der Bahn 3 vom OSC Bremerhaven Yara Sophie Hirat. Auf der Bahn 4 in Lane 4 vom TFSC Budapest Laban Esther. Dann auf der Bahn 5 in Lane 5 vom Dynamo Bukarest, Ingrid Buchio. Auf der Bahn 6 vom Bremischen Schwimmverein, Jade Fitzke. Auf der Bahn 7 in Lane 7 vom S71, Michaela Jönsson. Auf der Bahn 8 in Lane 8 vom Viktoria Kursi, Natalia Zialkowska. Und auf der Bahn 9 vom ESV Frankfurt, Charlotte Just. Ja, ganz deutliche Sache hier für Laban Esther. Sieg für die Ungarin, 41,66 Sekunden, 41,66 Seconds for Laban Esther from Hungary. Und damit geht es weiter mit dem Finale der Jahrgänge 99-2000, Age Group Final 99-2000. Auf der Bahn 0 in Lane 0, representing S71, Ellen Sandberg. Auf der Bahn 1 in Lane 1 from UKS 307, Julia Szypulska. Dann auf der Bahn 2 vom SSV Freiberg, Sophie Fischer. Auf der Bahn 3 vom SSV Leutsch, Josefine Glasner. Auf der Bahn 4 sehen wir vom Potsdamer SV, Luisa Kuch. Auf der Bahn 5 in Lane 5 from Dombrovody Sporty Scholar Börschek Ndoro. Auf der Bahn 6 in Lane 6 from Stusia Nomiradin Mariana Smirnova. Auf der Bahn 7 am Start für den ESV Frankfurt Oder Nicola Dehn. Dann auf der Bahn 8 ebenfalls für den ESV Frankfurt Oder am Start Maria Meissner. Und auf der Bahn 9 für den Charlottenburger DSV Nixe Pia Isabel Stagel.
Tja, und auch hier setzt sich eine Ungarin durch. Diesmal ist das Wörschig Dorda mit ihrer Siegerzeit von 35,86 Sekunden. Und es geht weiter mit dem Jahrgangsfinale der Jahrgänge 97, 98, Age Group Final 97, 98. Auf der Bahn 0 sehen wir vom SSV Leutsch Luise Kösser. Dann auf der Bahn 1 in Lane 1 vom Dynamo Bukarest Andrea Buchiu. Auf der Bahn 2 in Lane 2 vom 1066 Swimmers Ella Watson. Dann auf der Bahn 3 vom SV Weixdorf Juliane Astmann. Auf der Bahn 4 vom ST Chemnitz Liv Nebelo. Dann auf der Bahn 5 in Lane 5 from Helsingborg, Simsels Cup, Marie-Louise Tran. Auf der Bahn 6 sehen wir von der LSN-Landesauswahl Sophie Bus. Dann auf der Bahn 7 von der 1. Dresdner SG, Kim Dörner. Auf der Bahn 8 in Lane 8 from Engelholm, Simsels Cup, Johanna Andersson. Und auf der Bahn 9 vom ESV Frankfurt-Oder, Kim Losenski. Tja, hier setzt sich offenbar die Vorlaufschnellste durch, Liv Nebelo vom ST Chemnitz. Stimmt hier die schnellste Zeit, 34,11 Sekunden. Und damit geht es weiter zum vorletzten Finale, zum Finale der Jahrgänge 95-96. Auf der Bahn 0 in Lane 0 vom Ljubinja Wrocław Adriana Hofmann. Dann auf der Bahn 1 von der SG Neukölln Berlin Anna Stiefvater. Auf der Bahn 2 sehen wir vom SC Magdeburg Anna Heinemann. Dann auf der Bahn 3 ebenfalls vom SC Magdeburg Lena Kellerstraß. Auf der Bahn 4 am Start für die SSG Leipzig Caroline Pohle. Dann auf der Bahn 5 in Lane 5 from the BVSD Suklo Moschomini Borbolan. Auf der Bahn 6 in Lane 6 from Kamoy Swimming Club Ingalil Nostvik. Dann auf der Bahn 7 in Lane 7 from the Lubinianka Susanna Chawetzko. Auf der Bahn 8 in Lane 8 from Asker SK Rike Nagel Kleven. Und auf der Bahn 9 in Lane 9 from Oslo Idrettslag Oda Lind. Thank you.
So, das wird hier eine ganz enge Kiste in diesem Finale. Und es setzt sich Caroline Pohle durch. 33,84 Sekunden ihre Zeit, in etwa ihre Vorlaufzeit bestätigt. Bevor es dann jetzt zum letzten Finale kommt, kurzer Hinweis an alle Anwesenden, wer oben bei Eventshirt Shirts bestellt hat, der sollte diese bis 17 Uhr abholen. Ab 17 Uhr sind die Herrschaften oben nicht mehr da. If you have ordered some T-Shirts or Shirts at the event shirt, please pick them up the latest until 5 o'clock. Und damit geht es weiter mit 15 Meter Brust der Damen. Coming up now, the final 50 Meter Breaststroke Women Final 94 and older, 94 und älter. Die Bahnverteilung in diesem letzten Finale. Auf der Bahn 0 sehen wir von den Wasserfreunden 98 Hannover Julian Zeuschner. Dann auf der Bahn 1 in Lane 1 from the Madler Swimming Club Maren Larsen. Auf der Bahn 2 vom Metzeter SVK Stina Kaiser-Kolliou. Auf der Bahn 3 in Lane 3 from Kleipeder Evelina Rutite. Auf der Bahn 4 sehen wir von der SG Neukölln die amtierende Europameisterin auf der Kurzbahn. Fünfte war sie bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Dubai, Dorothea Brandt. Dann auf der Bahn 5 in Lane 5 vom SK Motorlet Praha, Helena Pikatova. Auf der Bahn 6 in Lane 6 vom Berom Swimmerne, Siri Eva Christiansen. Dann auf der Bahn 7 in Lane 7 vom Engelholm Simsels Cup, Madeleine Andersson. Auf der Bahn 8 in Lane 8 vom Trondheims SLK Marie Singstad. Und auf der Bahn 9 in Lane 9 vom Jovenia Wroclaw Agata Pawlikowska. Ja, eindeutiger Sieg, das war zu erwarten. Die Zeit, 31,83 Sekunden, nicht ganz, was sie sich vorgenommen hatte, aber trotzdem eine schöne Zeit und damit ist jetzt auch das Wochenende insgesamt auch wohl erfolgreich für Doro. Das war der letzte Finalanschlag. Wir kommen dann gleich zu den Siegerehrungen. Und im Anschluss an die Siegerehrung 50 Meter Brust der Damen wird dann noch die Siegerehrung der gesamtpunktbesten Leistung vorgenommen.